Ist das an? Hallo, hört ihr mich da draußen? Hallo an den Weltschirmen, wie heißt das? Weltempfängern? Nein. Hallo, herzlich willkommen hier zu dem Barcamp-Slot Buzzword Filling. Ich sag kurz was zu dem ganzen Thema. Das kam auf bei dem sogenannten Selbstfindungsgrillen, wo wir auch schon über Werte, wie wir es gerade eben im anderen Slot gehört haben, gesprochen haben, dass es einfach Begrifflichkeiten gibt, die wir in der Partei hier verwenden, meistens sogar tagtäglich, und wo wir eigentlich alle von einer anderen Definition sprechen. Also es gibt ein Wort und jeder versteht im Endeffekt was anderes darunter. Das ist eine Problematik, die wir im Endeffekt haben und die auch dazu führt, dass teilweise unsere Kommunikation dann auch wieder konfliktbehaftet ist, weil Leute sich nicht verstehen, obwohl sie die gleichen Worte verwenden. Und um das etwas zu lösen, kam ich eben auf den Gedanken dieses Buzzword-Fillings. Nachgelagert zu diesem Selbstfindungsgrillen hatte ich aufgerufen gehabt, dass einfach alle mal, die wollen, in dieses Pad gehen und dort sogenannte Buzzwords oder Buzzwords, die sie als Buzzwords ansehen, unsere Partei eintragen, damit wir erstmal eine Übersicht bekommen, wo wir denn Verständnisprobleme vielleicht haben. Und nun nachgelagert als zweiten Schritt müssen wir gucken, welches davon sind denn tatsächlich Buzzwords, die wir definieren sollten für uns, damit wir alle auf einen gleichen Stand kommen und sie natürlich auch in gewisser Weise definieren. Das ist so das Grundlegende der ganzen Geschichte. Jetzt habe ich das Pad geschlossen, verdammte Hacke. Ich selber würde das gerne noch, aber das wahrscheinlich auch später Schritt noch einteilen in die Definition für uns innerparteilich, die Definition, was bedeutet das vielleicht in der Gesellschaft, dieses Wort, und wie können wir das als Ziel eventuell, wenn es Sachen wie Transparenz sind, dann auch umsetzen mit verschiedenen Tätigkeiten. Jemand Nettes hat sich die Mühe gemacht, hat die ganzen Begriffe alphabetisch sortiert und schon mal etwas bereinigt zusammengefasst, beziehungsweise ähnlich oder gleiche Begriffe, die dann mehrfach aufgeführt worden sind, konsolidiert. Und wenn ihr jetzt nichts dagegen habt, würde ich diese Liste nutzen, dann müssen wir nicht rumsortieren nach Gewichtigkeit, sondern wir fangen einfach von A nach B über C an und gucken, wie weit wir kommen. Wir sollten vielleicht darüber abstimmen, wenn wir jetzt einen Begriff haben, wo wir sagen, das ist kein Buzzword, dann müssen wir nicht drüber reden, das müssen wir nicht definieren, das sind ganz klare normale Wörter oder die verwenden wir sowieso nicht, dann sagen wir einfach, das wird rausgestrichen und wir definieren es nicht und gehen einfach zum nächsten. Wäre jetzt mein Vorschlag, dazu vielleicht 5 Minuten kurze Diskussion zum Vorgehen. Muss ich das Mikrofon weiterreichen? Wäre sehr gut. Stell dich in die Mitte und mach den Läufer. Ja. Kannst du nicht das Mikrofon nach vorne in die Mitte stellen? Das ist nach vorne. Das Mikrofon nach vorne in die Mitte stellen, das darf nach vorne. Das Problem ist, wenn da vorne jemand redet und hier, oder wenn hier jemand redet und da vorne redet einer dazwischen, die hört man gut, hier hinten hört man nicht. So, jemand Fragen, Anmerkungen, Änderungen am Prozedere oder ähnliches? Ich hoffe, dein Vorgehen. Was hieß Zustimmung? Alle winken. Also ich sehe da jetzt unter den ersten paar so viele Worte, von denen ich denke, die haben keinen vorrangigen Klärungsbedarf, dass wir entweder sehr schnell mit dem Rausstreichen dabei sein sollten oder erstmal ein paar Kernworte nach vorne ziehen. Sehr schnell rausziehen von Worten, die nicht wichtig sind, keine Relevanz haben. Was ist relevant? Das definieren wir. Was wir. Jetzt mal jetzt die Frage. Ja, aber das definieren wir Widersprüche gibt, dann überspringen wir es einfach. Also ja. Wenn wir anfangen mit dem ersten Wort, ist das für irgendwen wichtig, Alternativen? Ist das irgendwie ein Buzzword für irgendwen? Nein. Nee. Dann nehmen wir das nächste Wort und sind bei alternativlos. Das ist ein Buzzword. Da würde ich so sagen, das ist ein Buzzword, das hat auch eine Geschichte. Das mit den Alternativen, das kommt sehr wohl auf von Leuten, die sagen von wegen, naja, wir brauchen Alternativen und der eine hat das Verständnis oder er glaubt, er hätte eine Alternative, nur
scheint es anderen nicht zu genügen. Ja, die erwarten vielleicht was ganz anderes. Und da würde ich eher sowas wie evidenzgesteuertes. Wir wollen halt noch die Masse erzählen. Ja, dass wir faktenbasierte Vorschläge oder aber der Jens. Ja, alternativlos ist ein klassisches Unwort, weil es gibt immer eine Alternative, die mag einem dann nicht gefallen, aber zu einer Option gibt es immer die Option, anders zu sein. Sie nicht zu haben, also ja. Immer das Gegenteil, das gibt es immer. Also alternativlos ist nach meinem Dafürhalten ein Kampfbegriff, der von der derzeitigen Regierung eingeführt wurde, um das, was sie machen, zu legitimieren, ohne es weiter begründen zu müssen. Und zum Beispiel. Deshalb würde ich sagen, dass es zwar ein Buzzword ist, aber eins, das wir weder füllen noch benutzen sollten. Beziehungsweise mit der Anmerkung versehen, no, no. Genau. Ja, es gibt ja auch in jedem Gesetzesentwurf immer oben so einen Absatz Alternativen. Dann steht dort meistens keine. Und das Wort hat sozusagen in der Wirtschaftskrise sozusagen gebildet, dass es hieß, okay, wir müssen jetzt Banken retten und es ist alternativlos. Und das war sozusagen die ultimative Begründung für sozusagen die Bankenrettung und Bailouts. Und da hat sich halt das Wort etabliert. Ich weiß nicht, ob Buzzword-Filling jetzt so eine Art Wortlexikon werden soll oder Klärung für uns in der Gruppe. Ja, für uns in der Gruppe hier, um es dann nach außen zu tragen, erstmal innerhalb unseres Planungsverfahrens. Aber bei den Wortlexikon, da gibt es ja schon eins auf der Bundeswebseite. Ja, vielleicht sollten wir da, falls das nicht schon passiert ist, also stellen diese Begriffe sozusagen Differenzen zu dem Wortlexikon auf der Bundesseite da? Also gibt es die noch nicht? Weil wenn die schon irgendwie mal beschrieben wurden, würde ich jetzt ungern die Zeit dafür aufbringen wollen, die nochmal hier aus hessischer Sicht zu betrachten. Wenn es die gibt, wer kennt sie denn und wer benutzt sie denn und weiß, wie wir dann reden? Ich meine, wenn es so wäre, dann wüssten wir ja alle, was wir für Begriffe gemeinsam verwenden, was sie bedeuten. Vielleicht haben wir einfach noch nicht geguckt. Ja, vielleicht, also ist ja oft so, dass viele Leute eine Meinung haben zu irgendwas, ohne sich vielleicht vorher mal darüber informiert zu haben. Und wenn sie das getan hätten, dann gäbe es keine Fragen mehr. Es gibt in der Wiki Worterklärungen, es gibt in Pressenachrichten gibt es Erklärungen, unterschiedliche. Die können wir jetzt halt zusammentragen oder die wichtigsten Worte irgendwas finden. Dann verkomplizieren wir es weiter. Statt das, was wir muss haben, irgendwo mal geschrieben konsolidieren. Ja, aber wie gesagt, ich will es eigentlich erstmal für uns Hessen machen. Wir können gerne als Landesverband Hessen damit sagen, hier im Bundesverband, dass wir als Hessen passen, dass wir das natürlich dann nach oben skalieren. Das ist das Hessen-Lexikon. Ja, ich finde halt, ich meine, wir müssen halt bei uns irgendwo anfangen, ja, und dann können wir gerne damit auch weiter nach oben. Mhm. Also grundsätzlich finde ich diese Idee durchaus recht sinnvoll. Allerdings sollten wir das dann vielleicht strukturiert machen in dem Sinne, dass wir existierende Wortlisten abklopfen auf deren Definitionen und die unserer Definition auch gegenüberstellen in einer Art Matrix. Ich denke da zum Beispiel an den Duden, der eine Definition für viele dieser Worte hat. Ich denke da an Neusprechorg, die auch einige von diesen Worten mit Sicherheit haben werden und immer recht interessante Erklärungen dazu liefern. Ich denke aber eben auch an das Wiki, wo ja bereits Wortsammlungen existieren. Das heißt, wir müssen ja nicht das Rad jedes Mal neu erfinden, sondern ich fände es gut, wenn wir zunächst einmal die existierenden Definitionen sammeln würden. Und dann eben daraus eine für uns nötige oder mögliche Sprechweise herausfinden würden. Ich finde die Idee grundlegend gut, macht jetzt aber keinen Sinn, weil wir dafür keine Zeit haben. Deswegen würde ich den Ansatz insofern ändern, dass wir trotzdem einfach weiterschauen, was können wir definieren und danach schauen wir, was gibt es für alternative Definitionen schon bereits bei uns in der Partei oder wo auch immer.
stelle ihn dann gegenüber. Mein Ziel am Ende war sowieso, dass wir quasi so die wichtigsten Worte daraus kanalisieren, verschiedene Bedeutungen gegeneinander stellen, die dann meinetwegen über ein VMB oder ähnliches abstimmen, ja, dass wir halt dann die komplette Partei zusammen haben. Ist ein langer Weg, ich weiß, es ist ein langer Prozess, der ist schmerzhaft, wegen mir auch, aber es geht scheinbar nicht anders. Gut. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir das Ganze mit einer Art Gewichtung versehen. Das heißt, dass für jedes Wort, das wir uns entscheiden, nicht von der Liste zu streichen, einfach mal gucken, wie viele von den hier Anwesenden dieses Wort für wichtig halten. Das ist jetzt sicherlich nicht repräsentativ, aber immerhin mal ein Blick darüber, was wir darüber denken. Und dann kann man ja die Worte in der Wichtigkeit quasi, also die meisten Stimmen haben, einfach von oben nach unten dann anfangen. Und weil wir werden eh nicht durchkommen damit. Also dafür fehlt mir die Zeit. Ich fasse das wieder auf. Ich würde gerne gucken, wie viele jetzt hier sind, und würde es einfach so machen. Wir stimmen ab mit dem Begriff. Wenn er mehr als die Hälfte hat, nehmen wir die Nummer auf, wie viele es sind, ja, von so und so viel, um die Gewichtung zu haben. Wenn er weniger als die Hälfte der Zustimmung hat, dann streichen wir ihn. Wenn das ein Prozedere ist, was wir nehmen können. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also wir sind 17 jetzt hier. Das ist sehr repräsentativ. Gut, dann wollen wir nochmal abstimmen über Alternativen. Oder haben wir das jetzt schon gestrichen? Das ist schon gestrichen. Alternativlos? Ist nur Passwort. Aber einfach melden. Wer will es als Passwort und wer will es jetzt definieren hier? 4. Gut, dann streiche ich es. Wenn mir jemand helfen könnte, wäre das toll. Soll ich sagen? Schaffst du schon. Also wenn du hier, ich habe das Pad hier offen, weil es ist halt schwer moderieren gleichzeitig und das dran rumschreiben und streichen. Wir haben mit der Brigitta gelernt, es ist eine Killerphrase. Eine Killerphrase, ja, um eine Diskussion zu stoppen. Okay, nächstes Wort wäre Altpirat oder Pirat 1.0. Altpirat. Altpirat als Buzzword, ja oder nein? Wollen wir es definieren? Nein. Das ist aber ein Scheißwort. Das ist alles. Okay. Anarchie. Ja, ich kann dir. So, Anarchie wollte auch, glaube ich, keiner. Aufrichtigkeit. Ich sehe schon, wir kommen schnell durch. Aufrichtigkeit. Doch, ist das nicht. Ja, auch nicht. Auch das nicht. Doch. Lass einfach Johann. Das ist kein Buzzword, finde ich. Also, jetzt sollten wir ein Buzzword definieren. Gut, weiter. Ausgrenzung. Keiner, gut. Austausch. Keiner, gut. Barrierefreiheit. Zwei, drei, vier, fünf. Die kritische Masse liegt bei 9. Nein, inzwischen bei 10, weil noch 2 dazu. Entschuldigung, bei 10. Also wenn 10 Leute dafür stimmen, dann sprechen wir drüber, ansonsten nicht. Es bleibt bei 5, dann... Basisdemokratie. So, ich sehe ja die Arme. Bitte mal kurz, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 17. Also 17 von 20. Bist du mal mehr, ne? Das ist doch mal ein guter Anhaltswert. Okay, perfekt. Also, erstes Passwort, das wir sprechen wollen, ist Basisdemokratie. Und was verstehen wir darunter? Vielleicht fange ich persönlich an. Was ist für mich Basis? Bitte? Erstmal priorisieren. Ach, erstmal priorisieren. 150 Begriffe, okay, ihr habt so gewollt. Bestechlichkeit. Gestrichen. BGE. Stimmt schon. Gestrichen. Bildung. Gestrichen. Thomas, kommst du nach? Okay. Brainstorm. Gestrichen. Kannst du bitte nach unten scrollen? Ich muss ja.
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Streichen wir auch. Bürgerbeteiligung. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich glaube 17 oder 18. Also relativ viele. Bürgerrechte. Gestrichen. Datenschutz. Gestrichen. Ich hätte mal eine Frage zum Vorgenommen. Alles, was irgendwo definiert wurde, und dazu gehört ja Datenschutz, Datensparsamkeit. Wie gesagt, ich bewerte dieses Pad nicht, weil ich, das sind die Begriffe, die eingereicht wurden und deswegen ziehen wir da jetzt auch diese Streichung so radikal durch. Datensparsamkeit und Datenvermeidung. Also es wird so oft in Tweets genutzt. Also gestrichen, gut. Demokratie. Gestrichen. Wir streichen ab sofort die Demokratie. Denk selbst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kommen wir gerade noch durch. Nicht streichen. So, digitale Mitbestimmung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, was jetzt? 7? Ah. Leute, meldet euch doch gleich und nicht mehr so zögerlich dann danach. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gestrichen. Ich dachte, wir sollten selber denken. Direkte Aktion. Direkte Demokratie. Können wir vielleicht mal kurz eine Definition von Buzzword vorlesen? Das stand nicht auf der Liste. Wie gesagt, ich nehme keine Wertung von dem vor, was reingeschrieben wurde. Ich nehme das offen auf, deswegen ist es halt so. Durchlässigkeit. Echtzeitdemokratie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gestrichen. Ehrfurcht und Anerkennung. Ehrlichkeit, einfach anders, Empowerment. Muss man mal sagen, streichen oder nicht? Wenn ich sofort weitergehe, dann ist es durch, das Ding. So, Empowerment. Ah, das reicht leider auch nicht. Erfrischend anders. Eris, keine Ahnung, wer weiß, was Eris ist, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Eris ist die Göttin der Zwietracht. Ich weiß nicht, ob die gemeint ist, aber... Nein, das ist ein EU-Projekt. Das ist ein EU-Projekt, was? Ein EU-Projekt ähnlich wie Index? Aber das heißt, was? Nein, ich weiß es nicht. Erst Kompetenzen, dann Meinung, dann Handlungsalternativen. Das ist eher ein was... Satz. ESM? Was heißt ESM? Europäischer Stabilitätsmechanismus. Also gemeint bei ERIS ist mit Sicherheit elektronisches Ratsinformationssystem. Okay. Es kann aber noch ein Zwergplanet bei Pluto sein. Aber das ist jetzt nicht ESM, sondern ERIS noch, ne? Experten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mit hier, tu mal, glaube ich, habe ich nicht gezählt. Das ist ja nicht so schlimm. Fachwissen. Fahrscheinloser ÖPNV. Ja, go. Das ist ein klassisches Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Fairness. Fight for the future. Or the right for party. Finanzfeudalismus. Finanzhoheit. Flausch geflauscht.
Okay. Kommt nicht. Fraktionszwang. Ja, das sollte man auf alle Fälle mit annehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Freiheit. Freiheit. Freiheit ist meine, genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Freiwillige Kooperation. Frieden. Frustresistenz. Gegenwart. Geld. Geldsystemkrise aufgrund mangelhafter Randbedingungen. Gestaltung. Gesunder Menschenverstand. Dann wären wir nur vier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Noch 2. Du hast doch die Möglichkeit. Brauchen wir euch 9? 9? 10? Ja, komm, mal 10. Sind wir mal nicht so. Gewerbefreiheit. Glaubwürdigkeit. Gleichberechtigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Grundgesetz. Grundrechte. Könntest du das Tempo anziehen? Bitte? Das Tempo noch mehr anziehen. Herrschaftslosigkeit. Ich drehe doch immer nur hin und her, wenn du sagst. Humor. Ich bin Pirat. Ideologiefreiheit. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mag mich jemand anders für mich zählen? Dann können wir es noch ein bisschen beschleunigen. Wer mag zählen? Dann zähle ich. So, perfekt. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Individualität. Internetgesetz, Jungpirat oder Pirat 2.0 statt Neupirat, Kaufkraftdiebstahl, Kinder, Klarmachen zum Ändern. Kompetenz, Kontrolle. Kostenlose Bildung. Kritikfähigkeit. Liquid Democracy. Nein, es geht um die Gewichtung. Also bitte nochmal die Hände hoch. Und das Geld zu mir. Danke. Das war Liquid Democracy, war mit 15. Alles vorher ist gestrichen. Lobby, Lobbyismus. Lösungsorientiert. Mandat. Manipulation, manipulative Information. Märkte. Meinungsfreiheit versus Kritiklosigkeit. Menschenrechte. Menschenwürde. Echt und Würde. Wähle ich. Mitmachpartei. Monopole beenden,
Mut. Nachhaltigkeit. Mut oder Mut? Mut. Nachhaltigkeit. Neupirat hat man, glaube ich, eben schon. Nicht abrufbare Humanressourcen. Was auch immer das sein soll. Nicht abrufbare Humanressourcen. Das ist nicht abrufbar. Nimbyismus, selbstverantwortetes St. Florians Prinzip. Kann mir das kurz jemand erklären? Ich weiß auch nicht das selbstverantwortete St. Florians Prinzip, wenn ich ehrlich bin. St. Florian verschont im Haus zum anderen. Also dieses Don't shit in my garden, diese. Okay. Okay. Not in my backyard, genau. Okay, also not in my backyard. Trotzdem nicht, alles klar. Offenheit. Oligarchie. Persönlichkeitsbildung. Piratik, piratisch. Zu wissen, was es ist. 60. Wobei man letzteres streichen müsste, weil das ist einfach falsch geschrieben. Nee, jetzt hat es verschiedene Leute. Echt? Piratige Grüße. Piratische Grundsätze. Ich bin nachher auf den Unterschied zwischen piratisch und piratik gespannt. Piratische Grundsätze. Piratisches Mandat. Pluralismus. Politik 2.0. Genau. Was ist denn das? 16. So, das darfst du vorlesen? Ponys! Oh, Ponys! Timmy! Ja, immer jetzt! Ja, nur einer war das. Pragmatismus. Preußische Tugenden. Privatsphäre. Ja, wir sind mehrere Zugang. Oh, Privatsphäre. Die Preußen. Nix. Zu wenig. Okay. Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Rechtssicherheit. Regierungsauftrag. Der muss ein bisschen langsamer. Ich muss erstmal so einen Begriff verdauen, bevor ich mich melden kann. Ja. Das zack, 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 das ist eine spontane Entscheidung. Was das Bauchgefühl sagt. Du müsst auch alte Leute mitnehmen. Wo waren wir jetzt? Relativierung? Warte mal. Regierungsauftrag hatten wir jetzt keinen. Ne? Genau. Relativierung. Religionsfreiheit. Sachkunde. Sandbox-Prinzip. Also, try und Selbsterfahrung, Solidarität, unbedingt. Sozialliberal. Oh ja. Subsidiarität. Subsidiarität. Subventionen beenden. Hilfe. Systemrelevanz. Technisch nicht umsetzbar. Teilhabe. Themen statt Köpfe. Zähl lieber die, die keine Ahnung haben. 15. Einer fehlt. Think Tank. Toleranz. Transparenter Staat. Transparenz.
22, nein, Spaß. Ein, das war, jetzt bitte. Sieht das mal wieder mal transparent aus. Manipulativ. 16. Droll. Tee, Troll. Troll. U-Boote. U-Boote. Was ist das? U-Boote. U-Boot. U-Boote. Atombetrieben. U-96 und so. Überwachung. Überwachungsstaat abschaffen. Umweltschutz. Unabhängigkeit. Unbeugsam. Unhierarchisch. Unpiratik. Ach, unpiratige Untriebe. 11, 12. Unpiratige Ungrüße. Piratisch oder Piratik? Piratisch. Tisch. Verantwortung in Klammern übernehmen. Verbote. Verfassungsgericht. Verfassungspatriotismus. Vergangenheit, Geschichte. Vertrauen in Politik und Verwaltung. Vielfalt. Vorhaut. Was? Erfolgreich getrollt. Beschneidung vermisst. Muss mit der Troll anfangen? Wachstum. Das was mit. Wahlen. Wählerwillen vertreten. Wahrheit, Wirklichkeit, Realität. Wir. Zensur. Zukunft. Zukunftspartei. Und last but not least, die Zwangshypothek. Na, Leute. Zum zweiten und zum dritten. Gut, vielen Dank. Dann sind wir damit durch. Und das Pad ist weg. Gelöscht. Ja. So. Du bist die ganze Zeit in der Mitte. Dann freut das immer jemanden. Trotzdem etliche Fragen. So, was sagt denn die Uhr? Da unter mir. 5 von 5. Soll ich die. So, die Frage ist jetzt, wollen wir 5 Minuten kurz Pause machen, das Ganze sortieren nach der Anzahl oder wollen wir jetzt von oben nach unten durchgehen? Okay, dann gehen wir es von oben nach unten durch und fangen an mit Basisdemokratie. Wer will? Also, wir sind innerparteilich basisdemokratisch aufgebaut, das heißt, jeder kann zu einem Bundesparteitag hingehen und abstimmen. Basisdemokratie fordern wir aber nicht für sozusagen Deutschland als politische Forderung, sondern ist halt sozusagen nur innerparteilich relevant. Soll ich was zu sagen? Ja, wenn du willst. Natürlich ist es auch gesellschaftlich relevant, weil Demokratie heißt ja letztendlich nichts anderes, nur nochmal eine Spezifizierung, dass die Demokratie wirklich von unten kommt, wirklich vom Volke kommt, also von der Basis. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Parteiphrase abtun, sondern würde auch sagen, dass wir wollen, also die Beteiligung, Inklusion, Bürgerbeteiligung und sowas, das ist auch Basisdemokratie. Aber an der Politik, am gesellschaftlichen Geschehen beteiligen. Das ist Basisdemokratie für mich. Wir können auch gern widersprechen. Macht euch schnell, dann gebe ich es weiter. Ja, also Basisdemokratie ist halt eine Regierungsform, ja, und wir haben halt eine andere Regierungsform in Deutschland mit dem Parlament. Und deswegen ist Basisdemokratie für mich nur sozusagen innerparteilich relevant. Und für den Staat fordern wir eine stärkere Bürgerbeteiligung an einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie. Und wir haben auch noch nie Basisdemokratie für irgendwas beschlossen, in einem Grundsatzprogramm oder Parteiprogramm.
Also bisher gibt es eben im Grundsatzprogramm, wie du schon sagtest, bisher noch keine Erwähnung der Basisdemokratie. Es gibt, glaube ich, im Moment im Bundesliquid einen Antrag, um das zu ändern. Zunächst mal ist es tatsächlich eine innerparteiliche Organisationsform, die ich sehr gut finde. Und zum anderen haben wir halt Bestrebungen, würde ich sagen, basisdemokratische Elemente wie Volksbefragungen in den allgemeinen politischen Prozess mit aufzunehmen. Und da wäre ich auch dafür, dass das irgendwie mal programmatisch irgendwo festgehalten wird. Ich verstehe Basisdemokratie auch insofern als ein Begriff, der nicht nur verbal, sondern real umsetzbar ist, dass man nicht nur davon nur redet, sondern tatsächlich die Beteiligung der Gremien, der Mitglieder innerhalb der Partei zu allen politischen Prozessen. Ja, das ist alles so. Ich schließe mich überall an im Wesentlichen. Wir haben ja aber hier eine Buzzword-Liste und Buzzword ist es im Moment insofern, als dass wir nicht wirklich eine Basisdemokratie haben. Wir hätten gerne eine. Im Moment haben wir meines Erachtens eine innerparteiliche Demokratie von Zeit- und Geldelite. Also ich betrachte den Begriff Basisdemokratie ein bisschen komplexer und auch sehr definitionswürdig, weil Basisdemokratie ist mehr als Bürgerbefragung. Bürgerbefragung ist nur ein Mittel einer Basisdemokratie. Die Frage ist, wie weit geht man? Also was bedeutet das? Also es überschneidet sich so ein Stück bei mir mit dem Begriff Bürgerbeteiligung. Ich gebe dir natürlich recht, das ist im Prinzip ist es eine Form der Demokratie, also eine Form, wie man Mitbestimmung ausüben kann. Kurze Frage. Ja, ich gehe es darum, wie wir diesen Begriff benutzen, oder? Mhm. Und was wir dann damit meinen. Ja. Ja, und ich glaube, da wird sehr, sehr viel Verschiedenes mit gemeint. Also Basisdemokratie ist einmal einfach eine stärkere Bürgerbeteiligung und andererseits wird damit aber wirklich gemeint, wirklich auch basisdemokratische Elemente in die Staatsform mit einzubauen. Ja? Volksbefragung, Volksentscheid, genau solche Dinge. Hat sich eigentlich erledigt. Also genau der Meinung bin ich auch, dass es einerseits eben in vielen Fällen sehr synonym eigentlich benutzt wird, sogar fast schon zur Bürgerbeteiligung, eben weil diese basisdemokratischen Elemente für uns ja eines der großen Mittel sind, mit denen wir die Bürger mehr beteiligen wollen, schlicht und einfach. Und andererseits eben genau diese basisdemokratischen Elemente selbst, die wir mehr in, zumindest auf kommunaler Ebene und auf Landesebene mehr reinbringen wollen. Okay, also wenn ich das mal kurz so zusammenfasse, Basisdemokratie ist nichts, was wir erstmal fordern als demokratische Form, die wir im Staat haben wollen, sondern erstmal eine Art und Weise, wie wir innerparteilich uns organisieren. Basisdemokratie in der Form, jeder hat die Möglichkeit mitzubestimmen, ein Mitglied hat eine Stimme, es gibt keine Delegation oder ähnliches. Und wir wollen Elemente der Basisdemokratie gerne als Bürgerbeteiligung innerhalb unserer demokratischen Form, die wir im Staat haben, einfach etablieren. Jetzt nochmal so wiedergeben, damit ich es aufschweiße. Der Stream wird doch aufgezeichnet, oder? Das Stream wird doch aufgezeichnet. Ja, ich gebe dir das dann als Diktierband nochmal später zum Nachhören. 5 Stunden 54. Okay, noch was zur Basisdemokratie oder wollen wir zum nächsten Begriff? Nächster Begriff. Einmal bitte scrollen. Es ist die Birne im Weg. Soll man denn da kritisches Hinterfragen schon mit einbauen und so? Was möchtest du denn kritisch hinterfragen? Weil der Basisdemokratie besteht natürlich die Gefahr, wenn man die Basis quasi befragt oder befragen will, dass sie einfach. Es geht auch um. Ja, gut, aber. Es geht erstmal darum, wie wir es verstehen. Gut, kommen wir zum nächsten Begriff, Denk selbst. Nee.
Nein? Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung, Entschuldigung. Bürgerbeteiligung ist ja super. Wer will? Also die Piraten benutzen den Begriff Bürgerbeteiligung ja anders als andere Parteien und meinen damit, glaube ich, auch stärkere Bürgerbeteiligung im Sinne von Bürger werden von Anfang an mit einbezogen in Dinge. Dinge sollen transparent sein oder Bürger sollten auch an verbindlichen Entscheidungen teilnehmen. Bürgerbeteiligung, wenn das sozusagen die CDU sagt, dann heißt das, okay, da gibt es irgendwie mal einen Aushang oder vielleicht mal so eine Bürgerinformationsveranstaltung und dann war es das. Und bei Bürgerbeteiligung zählen halt bei uns diese basisdemokratischen Tools sozusagen mit rein. Ja, und wir benutzen den Begriff wie auch den der Basisbeteiligung basierend auf Freiwilligkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Länder, die Wahlpflicht haben, wenn man jetzt die Wahl der Parlamente oder sowas betrifft. Und das sind natürlich dieselben Fragen wie bei Bürgerbeteiligung. Es gäbe gute Gründe sozusagen zu fordern, dass Bürger sich beteiligen müssen an Entscheidungen. Und das tun wir aber nicht. Das müsste man, glaube ich, schon mal vermerken, weil das führt natürlich genau zum Beispiel dazu, dass sich manchmal kaum jemand beteiligt und wir halten das Prinzip trotzdem aufrecht, also die Forderung. Ich habe mich aber vorher imaginär gemeldet. Ich sehe Bürgerbeteiligung nochmal in zwei Teilen. Einmal die Bürgerbeteiligung, die wir den Bürgern erlauben bei uns über die Partei, wie wir die Bürger bei uns beteiligen wollen, ja, innerparteilich. Und die Bürgerbeteiligung natürlich bei staatlichen Prozessen oder demokratischen Prozessen. Das wollte ich nur anmerken, dass ich halt eben diese beiden Sachen sehe. Also für mich bedeutet es die Senkung der Hürden zu direktdemokratischen Prozessen und auch vor allen Dingen mehr direktdemokratische Prozesse in jeder Ebene halt. Ne? Also brachiales Beispiel, Bürger wollen nicht dauerhaft Politik machen, sondern haben gewisse einzelne Ideen, weil sie Fachexperten sind. Und das ist halt der Punkt, wo wir ihnen einfach auch die Möglichkeit geben müssen, mitzumachen. Das ist, wie gesagt, für mich mehr direktdemokratische Elemente und die Senkung der Hürden für direkte Demokratie. Ja, Bürgerbeteiligung bedeutet auch mehr als nur zu bestimmten Themen Bürger zu fragen, sondern erstens müssen die Entscheidungen klar sein, um die es geht. Und diese Entscheidungen müssen ergebnisoffen sein. Das heißt, die Bürger müssen wirklich mit ihrer Stimme die Möglichkeit haben, die Entscheidung zu beeinflussen. Und ich sehe als eine wichtige Voraussetzung der Bürgerbeteiligung neben Transparenz und anderen Dingen, dieser Möglichkeiten, sehe ich dass die Voraussetzungen zu schaffen sind, dass sich jeder Bürger die Informationen, die für diese Entscheidung notwendig sind, beschaffen kann und nicht nur beschaffen, sondern auch bewerten kann. Also es gehört letztlich auch Bildung dazu als Voraussetzung. Ich habe, glaube ich, einen relativ abstrakten Begriff vielleicht von der Bürgerbeteiligung. Und zwar geht es mir vor allem darum, also ich finde, wir haben dann Bürgerbeteiligung, wenn die Bürger auch wirklich das Gefühl haben, was verändern zu können in der Politik. Weil es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo der Staat jetzt schon die Möglichkeit bietet, eigentlich den Bürgern sich zu beteiligen und Sachen zu machen. Aber es ist einfach dieses Ohnmachtsgefühl der Politik gegenüber, das überall vorherrscht. Und das ist für mich eigentlich die Bürgerbeteiligung, dieses Ohnmachtsgefühl wegzubekommen und als Bürger das Gefühl zu haben, ich kann teilnehmen, ich kann wirklich was beeinflussen. Ja. Ja, für mich ist Bürgerbeteiligung auch nicht nur jetzt von der Obrigkeit her, sondern wirklich von uns aus auch, dass wir Bürgern Angebote machen, die sie wahrnehmen können, aber auch aktiv den Bürger zu informieren. Auch das, finde ich, ist Bürgerbeteiligung. Und das ist das, was wir noch viel zu wenig tun. Ja. Müssen wir vielleicht uns auch neue Möglichkeiten ausdenken, außer Infoständen noch, die Bürger zu beteiligen und klar zu machen, was passiert in ihrer Umgebung. Und offene Prozesse in der Politik
so ist auch Bürgerbeteiligung für mich, wenn die Leute zu uns in die Fraktion kommen können und können ganz normal an der Diskussion teilnehmen und per Meinungsbild uns auch einen kleinen Hinweis geben, wie wir als Parlamentarier abstimmen sollten. Und das ist bei uns in Frankfurt zumindest bis jetzt nur bei den Piraten so. Alle anderen weigern sich, Leute in ihre Fraktionssitzungen kommen zu lassen. Bürgerbeteiligung, meiner Meinung nach, muss es ein Prozess, der sowohl regional als auch überregional stattzufinden hat. Also ich erinnere mal zum Beispiel an Projekte wie Stuttgart 21, an Flughafenerweiterung hier und so weiter, dass man die Bürger in den Prozess mit einnimmt und ihnen eine offene, ergebnisoffene Chance und Möglichkeit einräumt, von Anfang an sich an diesem Prozess zu beteiligen. Und zwar nicht, wie sie da hinter verschlossenen Türen sie vor allem in Fragen des Frankfurter Flughafens gemacht haben, sondern es muss wirklich ein ehrlicher Dialog und eine Beteiligung geben. Das ist nicht gegeben bisher und das ist etwas, wo ich dann denke, es muss nicht nur in den Fraktionen so der Fall sein, dass die Leute sagen, ja kommt mal, wir machen da alles mit gemeinsam und wir können das besprechen, sondern es geht um große Projekte, wo man sagen kann, es kann nicht über die Köpfe hinweg der Bürger, die hier leben, entschieden werden und hinterher dann zu sagen, ja das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und wir können es nicht mehr anders machen. Dann ist es zu spät, wie zum Beispiel Stuttgart 21. Bürgerbeteiligung gibt es ja in verschiedenen Ländern, auch zum Beispiel in der Schweiz, wo wenn ein Projekt ansteht, dass sie sagen, wir befragen erstmal die Bürger im Kanton, die davon betroffen sind. Und da wird einfach entschieden. Wenn die Mehrheit sich dafür entscheidet, dann ist es ein demokratisches Prinzip, denke ich, auch zu sagen, es ist nun die Mehrheit, die das so will und so wird es dann entschieden. Es gibt auch andere Modelle. In Schweden gibt es solches Modell. Man kann auch selbst überlegen, ob man sowas sich anguckt und sagt, ja, okay, wir müssen schauen, welche Art von Bürgerbeteiligung wir wollen, beziehungsweise welche hat auch die Chance, umgesetzt zu werden. Man kann Bürgerbeteiligungsprozesse anstoßen, die aber bei der Umsetzung scheitern, weil der sogenannte, die Obrigkeit nicht bereit ist, nämlich die Voraussetzungen zu schaffen, damit es auch umgesetzt wird. Also es muss schon ganz klar sein, welche Art von Bürgerbeteiligung wir wollen und wie wir das umsetzen können. Ja, wir haben uns mal im Kreisverband Gedanken darüber gemacht, welche Formen der Bürgerbeteiligung es eigentlich bisher gibt. Und wir waren sehr erstaunt, auf wie vielen Plattformen man mittlerweile sich beteiligen kann. Aber das ist in den Köpfen der Leute einfach noch nicht drin. Also sie machen es einfach nicht und deshalb bedeutet für mich Bürgerbeteiligung, den Leuten auch mal aufzuzeigen, dass sie gesellschaftlich auch ein gewisses Stück Verantwortung übernehmen müssen und nicht einfach nur den Politikern das Feld überlassen, was mit ihnen passiert. Also und da das Angebot machen und zu sagen, hier wir sind durchlässig, also wir treiben dein Anliegen vor uns und wir kümmern uns darum. Also das ist für mich das wichtigste Signal, was man mit Bürgerbeteiligung eigentlich setzen kann. Macht fast in der Reihenfolge ja nichts aus. Also Bürgerbeteiligung ist eigentlich ein ganzheitlicher Prozess, der in unserer Gesellschaft während der letzten 25, 30 Jahre eigentlich systematisch abgebaut worden ist. Ich erinnere mich noch, in meiner Schulzeit war die Rede vom mündigen Bürger, der inzwischen aus dem gesellschaftlichen Diskurs komplett verschwunden ist. Und da fängt es an, nämlich Desinteresse, wie du es gesagt hast, bei den Leuten oder das Gefühl der Machtlosigkeit, die Frustration, wir können ja eh nichts ändern. Und da müssen wir erstmal ansetzen, den Leuten zu sagen, Leute, mit uns hättet ihr die Chance, da was zu ändern, denn bei uns könnt ihr mitmachen, wir beteiligen euch an unseren Prozessen und über diesen Weg könnt ihr euch auch an den politischen Prozessen gesamtgesellschaftlich beteiligen. Das geht dann natürlich weiter mit Bildung, Information, Transparenz, die halt nötig sind, damit die Leute auch, die Bürger, die sich beteiligen wollen, auch eine qualifizierte Meinung abgeben können.
und dann eben entsprechende Mechanismen, dass der Bürgerwille auch unabhängig von Parteien gehört wird und mit eingebunden wird. Das ist schön, da kann ich mich direkt anschließen, weil wir haben vorhin und auch schon öfter über Werte und Programmatik und Ziele gesprochen und da kommt Bürgerbeteiligung immer wieder vor. Was du eben sagst, unabhängig von Parteien, damit sollte uns parteiintern auch bewusst sein, dass wenn wir dieses Ziel erreichen, wir unter Umständen damit leben müssen, dass die Bürgerbeteiligung dazu führt, dass die Mehrheit Entscheidungen trifft, die uns programmatisch gar nicht gefallen. Ja, und wir sollten danach immer noch für diese Ziele eintreten, ja, nämlich die Bürgerbeteiligung. Das wird nicht so ganz leicht. Ja, das ist so. Ja, genau so ist es. Nein. So, dillet mit einer Hand. Nee, aus meinem Empfinden heraus reicht es nicht aus, also der Gesellschaft oder der ja, einfach Tools hinzuschmeißen und zu sagen, so, jetzt haben wir ja die Möglichkeit geschaffen, Plattformen, alle möglichen kennen wir ja jetzt mittlerweile von der CDU und von der FDP und auch von den Piraten, sondern wir müssen meines Erachtens die Menschen auch befähigen, diese Plattform überhaupt benutzen zu können, weil es reicht einfach nicht aus zu sagen, so, jetzt hier habt das, jetzt macht mal irgendwas, sondern ich glaube, das zeigt sich ja auch an den Zielen der Piratenpartei. Also aus meiner Sicht sind die halt wirklich eine Partei, die eben die digitale oder die Informationsgesellschaft repräsentieren und die Menschen, die, ich sage jetzt mal, vom Ursprünglichen dabei waren, haben einen ganz anderen Zugang zu diesen Plattformen und jetzt haben halt die sozusagen nachströmen, den Vorteil, dass sie Leute haben, die sie fragen können, die sie heranführen können. Und das haben die Menschen aber aus der Gesellschaft bei diesen ganzen anderen Plattformen eben nicht. Da müssen sie jetzt irgendwas machen und sollen damit umgehen. Und ich glaube, dass das eigentlich der wesentliche Punkt ist, die Leute an die Hand zu nehmen, sie einzuführen, zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und erst dann, also es gibt so ein pädagogisches Prinzip, ja, vormachen, mitmachen, selber machen. Ja, und erst dann werden die Menschen halt wirklich auch solche Systeme überhaupt annehmen und auch mitmachen. Oder ja, und oft wird ja im Vorfeld dann gesagt, naja, zu wenig Beteiligung und deswegen brauchen wir das Ganze nicht. Okay, noch irgendwer? Gut, dann versuche ich das wieder mal irgendwie halbwegs zusammenzufassen. Also ich trenne es jetzt einfach mal einmal in die Bürgerbeteiligung bei uns, den Piraten, also der Partei selber, und der Bürgerbeteiligung in der Gesellschaft bzw. im Staat. Bürgerbeteiligung bezüglich uns, der Piraten, heißt, dass Bürger zum Beispiel an Parteitagen teilnehmen können, in Fraktionssitzungen kommen können, dort direkt ihre Meinung gegenüber uns äußern können, Anträge auch einbringen können, wir diese Ergebnisse offen aufnehmen und einfach als offener Kanal wir für Bürger dastehen, ihre Anliegen in die Politik, in die Parteienpolitik zu transportieren. Ja. Okay. Auf gesellschaftlicher und staatlicher Ebene heißt Bürgerbeteiligung, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Bürger die Bildung haben und durch transparente oder Offenlegung von Mechanismen und staatlichen Prozessen, sie die Möglichkeit haben, sich eine Meinung zu bilden, um mit dieser an zu schaffenden oder zu verstärkenden direktdemokratischen Mitteln an der Willensbildung der gesamten Gesellschaft quasi teilzunehmen, unabhängig von politischen Parteien. Also wie gesagt, ich fasse das jetzt grob zusammen, ja, das kann man dann später noch schöner ausformulieren, nur damit wir einfach den Konsens am Ende haben. Okay, gut. Einmal bitte nach unten scrollen. Denk selbst. Stellvertreter gibt es auch noch andere Dinge.
Ja, ein Slogan der Piratenpartei, der halt einfach aussagen soll, dass sich Leute halt informieren sollen und dann auf Grundlage der ihnen vorliegenden Informationen zur Entscheidung kommen sollen, nicht einfach nur sagen von Plakaten irgendwie sich beeinflussen lassen oder Leuten hinterherrennen, sondern wirklich selber auch fundierte Entscheidungen treffen sollen. Ja, du hast recht. Gut gemeint, parteiintern habe ich manchmal das Gefühl, dass es dass der Spruch mittlerweile als bisschen als Vorwurf genutzt wird, so nach dem Motto, würdest du selber denken, wärst du mit mir einer Meinung? Und was den Spruch oder den Slogan allerdings auf einem Plakat erstmal nicht schlechter macht. Aber der Inhalt ist natürlich, mach dir selbst ein Bild von den Dingen und. Ja, dieses Denk selbst sehe ich auch ganz stark im Zusammenhang mit dem, was wir eben diskutiert haben, Thema Bürgerbeteiligung, Teilhabe und sowas, weil das ist ja die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass jemand überhaupt mitreden kann. Was du jetzt gerade gesagt hast, Jens, dass das Ganze so auch ein bisschen als Vorwurf genutzt wird, spricht eigentlich gegen denjenigen, der das als Vorwurf nutzt, weil wenn er nämlich derjenige, der den Vorwurf gemacht hat, selbst gedacht hätte, wäre er auf die Idee gekommen, dass derjenige, dem er den Vorwurf gemacht hat, auch zu einer anderen Meinung hätte kommen können als er selbst. So, insofern finde ich diesen Spruch eigentlich sehr gut. Etwas verschachtelt, Entschuldigung. Ja, für mich steckt oder drückt Denk selbst ganz einfach aus, dass man als kritischer, mündiger Mensch sich den Dingen annehmen soll und auch selbstverantwortlich sein soll und eben nicht alles sozusagen konsumiert, was einem vorgegeben wird aus Medien oder seinem Nachbar erzählt einem irgendwas und man plappert es jetzt einfach unreflektiert nach. Und also in erster Linie Eigenverantwortung und auch Mündigkeit und Kritikfähigkeit. Ja, ich glaube, was manchmal etwas übersehen wird, ist, dass dieser Spruch, wenn er Leuten entgegengebracht wird, manche Leute sehr fordert oder auch überfordert. Und das ist einem auch unangenehm. Man will das gar nicht zur Kenntnis nehmen, dass Leute sagen, dass Leute das als stressig empfinden vielleicht. In der Partei ist es natürlich auch nicht seltsam, weil so eine Partei gründet sich ja zunächst mal aus Leuten, die alle so motiviert sind, genau solche Dinge zu machen, dass sie es befremdlich finden, dass viele Menschen vielleicht erstmal das als etwas, ja, als Anforderung empfinden, die sie ja alltäglich nicht unbedingt bekommen. Ja, es wird einem an anderen Stellen nicht unbedingt nahegelegt, dass man selber denken soll. Und das ist, glaube ich, im Umgang mit nicht parteitrainierten Leuten manchmal wird mir jetzt etwas zu wenig berücksichtigt, dass das für viele eine Anforderung darstellt. Die trotzdem natürlich absolut der Kern des Wünschenswerten ist, ja, aber. Ich meine, dass dieser vereinfachte Slogan irgendwann mal auf ein Zitat von Herrn Kant zurückging, kann man ja mit Stolz darauf verweisen, einerseits. Andererseits habe ich meine Bedenken bei den Piraten, wenn ich bei irgendwelchen Bewerbungen für Vorstandsposten sehe, dass die Leute, die am ehesten dem imperativen Mandat entsprechen und sagen, ich habe überhaupt keine Meinung, ich mache nur das, was mir von Piraten aufgegeben wird, das auch wirklich bis zum Erbrechen, für mich zumindest, auswälzen, dass sie nur die Parteiroboter sind und die werden dann gewählt. Das finde ich erstaunlich. Also da ist auch ein bisschen ein Widerspruch, dass wir quasi unseren Repräsentanten verbieten, selbst zu denken. Also das signalisieren wir dadurch, wenn wir die Leute wählen, die sagen, ich tue nur das, was Parteimeinung ist, habe keine eigene. Ich sehe das ein bisschen mit im Zusammenhang mit diesem Plakat. Da sind Schafe, glaube ich, dann drauf. Nein. Und steht dann. Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Ich habe das so in Erinnerung.
Also ich kenne das mit in Zusammenhang mit Schafen. Und Schafe haben natürlich auch so eine, so ein dummes Verhalten sozusagen. Also man spricht ihnen nicht sehr viel Intelligenz zu, sondern eher so, die sind eben so, ja, die haben so eine Art Unschuld und sind ein bisschen doof und so weiter. Und denk selbst steht dann drauf. Heißt das natürlich auch ein Appell an diejenigen, die immer da verharren, wo sie sind. Auch so ein Appell, man könnte es auch so verstehen, weg bitte davon, einmal CDU, immer CDU. Weg davon, immer FDP, also einmal FDP, immer FDP. Weg davon, denk mal selbst, überleg mal, sei nicht ein Schaf. Zieh weiter. Mach doch was Neues aus dem und lass dich nicht von der Masse sozusagen in dem verharren, was du im Moment jetzt an Entscheidungen getroffen hast. Das ist ich verstehe das als Aufforderung. Mag sein, dass man sagt, naja, wenn du es tust, dann wärst du auch nicht. Wir sind auch nie da, wo wir sind, sondern wir gehen immer nach vorne. Keiner? Okay. Also, denk selbst. Im Endeffekt eine Aufforderung, sich eine eigene Meinung, ein eigenes Bild selber zu erschaffen und nicht irgendwelche Meinungen von Fremden einfach ohne Reflexion zu übernehmen, beziehungsweise auch Dinge zu überdenken, die man vielleicht schon immer so gemacht hat, weil sie so waren, und vielleicht darüber neue Gedanken oder Ansätze zu bekommen. So als summa summarum. Sowohl innerparteilich als auch außerhalb der Gesellschaft natürlich. Innerparteilich als auch in der Gesellschaft natürlich. Okay. Ja. Experten. Experten. Also ich persönlich kenne Experten, das sind immer die, die den kleinen Finger nach oben halten. Keiner kennt SpongeBob, okay. Nein. Also Experten. Ich verbinde mit dem Begriff eigentlich nicht so viel Schönes, seit Gerhard Schröder und er dann von diesem seltsamen Professor geredet hat. Und auch eher Fachidioten oder andere. Und ich denke, hier geht es doch eher auch um spezielle Kernkompetenzen der Piratenpartei, wo sie weit gerade im IT-Bereich oder in anderen Dingen auch vom Spezialwissen anderen weit voraus ist. Allerdings, ob das als Buzzword so perfekt ist, ich weiß es nicht. Ja, Experte, klassisches Buzzword in jedem Zeitungsartikel, in der irgendeine Person vorkommt, die meint, irgendwas sagen zu müssen, wird sie als Experte bezeichnet, ohne jeden Nachweis von Expertentum. Ja, genau, Werbung, was auch immer. Insofern ist Experte ein völlig, völlig leeres Wort. Das kann gefüllt werden dann durch die Person, die davon sich als Experte bezeichnen lässt. Das hat aber noch einen anderen Hintergrund, glaube ich jedenfalls. Der Thomas ist gerade weg. Das Prinzip innerparteilich wird ja gerne vertreten, dass wir Experten nach vorne schicken und nicht irgendwelche Autoritäten qua Amt. Und da wird der Experte wieder positiv besetzt, wenn also jemand angefragt wird. Es wird nicht der Kopf, der gerade das Amt innehat, vorgeschickt, sondern der, den wir oder wer auch immer gerade gefragt ist, eben für den Experten hält. Das wird häufig praktiziert, wird eigentlich meiner Meinung nach ganz gut gefunden und darf den Experten da gerne so definieren. Deutsch ist eine lebendige Sprache. Und es gibt Begriffe, die halt irgendwann so inflationär eingesetzt werden,
dass sie ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren ursprünglichen Wert verlieren. Und eins davon ist für mich Experten. Wenn ich halt im Fernsehen sehe, der Terrorismusexperte so und so erzählt jetzt irgendwas, ja, oder der Herr Scholler-Tour, oder wie es mir selber mal passiert ist, ich hab irgendwann mal eine Rede zu Fleischbeschau gehalten, keine Ahnung davon, habe ich nur schlau gemacht vorher, Bio-Heft gelesen und Test und weiß nicht was. Und hinterher war ich jahrelang der Experte für die Veterinäre und für die Fleischbeschauer. Also es geht so schnell und das ist so beliebig, dass es wirklich gefährlich ist, dass man da sich wirklich ein spezielleres Wort suchen sollte, wenn man ausdrücken will, dass jemand sich auskennt und Fachmann ist. Früher waren es die Bäckermeister und heute sind es die Gebäckexperten. Ja, genau. Gemeint ist doch ausgewiesener Kenner, oder? Mit dem Wort Experte. Aber das ist leider nicht drin, was da drauf steht. Also das hört man ja immer wieder, vor allem im Fernsehen, wenn über irgendein Ereignis berichtet wird, dann heißt das, unser Indien-Experte, der ist gerade seit 4 Wochen da oder seit 2 Wochen da oder gerade dahin geflogen, und dann wird berichtet er von dort aus über Hinz und Kunz und Äte und Pläte, und am Ende im Grunde hat er gar keine Ahnung außer dem, was er im Moment rüber schieben will an Informationen, und wird als Experte. Wenn wir das auch in dem Sinne hier benutzen sollten, dann lieber weg davon. Wir wollen das lieber ersetzen, ja? Also sagen wir mal so, dass es in den Medien immer so gebuzzt wird, dieses Wort, dieses Indien-Experte, Fleischbeschauer-Experte etc. Dafür kann das arme Wort ja nichts. Also mir fällt jetzt aber auch kein besseres ein, wenn ich jetzt mal vom AK Soziales hier, dann finde ich den Christian, wenn er sich da so schon seit 2 Jahren mit beschäftigt, als Sozialexperten. Sehe ich so, weil das Wort an sich kann ja nichts dafür. Ja? Also mir fällt jetzt aber auch kein besseres ein. Also wir sollten schon irgendein Wort intern wählen, was passt. Experte passt für mich schon. Wenn man sich jetzt vor die Kamera stellt, unten erscheint dann Sozialexperte, dann mag der eine oder andere denken, ach, schon wieder so einer. Aber in dem Fall sind es ja Experten bei uns, die in den ganzen AKs, AGs und PGs irgendwie arbeiten und nichts anderes machen. Darf ich gerade antworten? Das Problem daran ist, dass ich ein Experte bin, weil die anderen noch weniger wissen, aber nicht, weil ich wirklich Ahnung habe. Ganz schnell. Und das, ja, klar, aber du siehst das Problem, ja, weil das Wort Experte natürlich suggeriert, man hätte richtig fett viel Ahnung von etwas. Und es reicht aber schon, wenn man sich abhebt durch weniger Wissenschaftler Ahnung. Darunter. Ein Wissenschaftler ist ja ein bisschen genauer. Aber es geht ja hier auch jetzt um unsere Verwendung des Wortes, nicht wie es im Fernsehen genutzt wird oder von irgendwelchen anderen Parteien, sondern wie wir als Piraten mit dem Wort umgehen und was andere Neupiraten oder Externe jetzt davon halten sollen, wenn wir jemanden als Experten ausweisen. Und da finde ich zum Beispiel dieser Hinweis, dass wir Leute mit Kenntnissen vorschicken und nicht sozusagen qua Amt, eigentlich eine ganz gute Erklärung für das Wort Experte, wie wir es parteiintern benutzen. Ja, ich finde das auch wichtig, dass wir da eine Unterscheidung machen zwischen dem eben, wie es andere benutzen und dem, wie es wir benutzen. Das sollten wir dann da auch immer mit da reinschreiben, dass eben die allgemeine Lesart eines Wortes möglicherweise eine ganz andere ist, als wir das benutzen. Also das einfach mal als allgemeine Anmerkung, jetzt nicht speziell zu dem Wort. Ja, mir kam da gerade so eine grandiose Idee. Experte heißt ja irgendwas, irgendjemand kommt von außen und sagt dann, wie es geht. Wir nennen einfach unsere Leute Inperten. Weil es sind ja Interne. Egal, das ist ja auslegen. Okay, also Experten. Für uns selber innerhalb der Partei heißt Experte tatsächlich, dass das die Personen sind, die Know-how-Träger sind bei uns, ja, in bestimmten Arbeitsgruppen, in bestimmten Arbeitskreisen, und dass wir immer gewillt sind, diejenigen von uns mit dem meisten Wissen in einem bestimmten Thema nach vorne zu schicken und nicht Personen, die einfach per Amt irgendwo hingewählt worden sind.
Die Experten. Oder bitte? Oder Mandat. Oder Mandat, ja. GU-Antrag, ja. Bitte? Nächstes Wort, gerne. So, Fachwissen war, glaube ich, gestrichen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Fahrscheinloser ÖPNV. Also es haben sich ja von diversen Gruppierungen haben sich da schon Gedanken darüber gemacht, wie man das denn bewerkstelligen könnte, und alle nennen es irgendwie anders. Die Berliner fingen an mit fahrscheinlos, in Wiesbaden sind wir inzwischen bei gebührenfrei, dann gibt es diverse Begriffe. Also der freie ÖPNV, wie auch immer er bezeichnet werden mag, ist schon in diversen Untergliederungen schon, also ausdifferenziert. Ja. Also es gibt nicht nur dieses eine Wort, sondern es gibt inzwischen schon mehrere. Aber ist die Bedeutung bei diesen verschiedenen Begrifflichkeiten die gleiche oder eine andere? Ja, der Inhalt ist meistens eine andere, weil fahrscheinlos heißt, dass du halt keinen Fahrschein hast. In Wiesbaden käme das zwar nicht in Frage, deswegen haben wir jetzt gedacht, okay, du brauchst zwar einen Fahrschein, aber der wird umgelegt über Gebühren, du bekommst du dann zugeschickt und fertig. Also da ist das Konzept ein anderes. Ich glaube, es gab in der Vergangenheit ein Missverständnis bei dem Begriff. Es wurde fälschlicherweise kostenloser ÖPNV bezeichnet, und es war eigentlich immer die Rede von dem Fahrscheinlosen. Also da hat man uns im Grunde genommen auch versucht, so ein bisschen, ich sag mal, aller Kampfbegriff zu diffamieren, nämlich auch so dieses mit dem Kostenlos-Kultur und die Piraten sind ja eh alles umsonst, ja, und ich glaube, dass das an der Stelle eigentlich unstrittig ist, dass es lediglich um die um das Fahrscheinlose geht, also kein Ticket ziehen und sowas, sondern eben andere Modelle, und alles andere würde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen. Ja, da ist es ein vielfältiger Begriff, weil fahrscheinlos beinhaltet nicht nur nicht kostenlos, sondern eben auch Entkriminalisierung von Straftätern, wie Schwarzfahrern, Vereinfachung und gesellschaftsfinanzierte und nicht nur passagierfinanzierter ÖPNV. Und die Aspekte Teilhabe und Solidarität, alles da drin, und das wissen die uns damit mit diesem kostenlosen ÖPNV ständig ankacken, die wissen das ganz genau, was gemeint ist. Ich wusste, dass er das sagen würde. Ja, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen sinnlos, das hier nochmal zu erläutern, aber viele Leute wissen gar nicht, dass heute der öffentliche Personennahverkehr ja zu mindestens 50% sowieso Umlagen finanziert ist und gar nicht über Fahrscheine sich finanziert. Ja? Die Leute denken immer, sie zahlen ihr Ticket und damit ist das alles bezahlt. Und das ist eben nicht so. Und darauf müssten wir ganz als Pirat besonders explizit hinweisen, dass diese Wissenslücke bei den Leuten echt mal geschlossen wird, weil das hat ja nun dieser Ansatz nichts mit dieser Kostenloskultur zu tun, sondern es ist ein reines anderes Bezahlverfahren und Finanzierungsverfahren, ja. Und das kommt bei den Leuten gar nicht an, weil sie meinen, sie bezahlen es schon. Und darauf müssen wir wirklich hinweisen, sonst setzen wir uns die verkehrte Ecke. Also das, was du sagst, ist natürlich richtig, dass schon zum größten Teil ja auch über die allgemeinen Abgaben schon gedeckt ist, die Kosten. Gedeckt sind die Kosten. Allerdings ist so, dass der Wille jetzt der Piraten, so verstehe ich, dahingehend zu entwickeln ist, dass es komplett über Umlagen zu finanzieren, sodass keiner nun jetzt
noch Gelder abzweigen kann für zum Beispiel Automaten, für zum Beispiel Personal, die da sitzen und Fahrscheine verkaufen, dass wir zum Beispiel nicht Kontrolleure brauchen und, und. Also da hätten wir eine Menge an Abgaben, die wir nicht mehr tätigen müssen, wenn wir das ganz kostenlos für den Einzelnen, wenn zum Beispiel jemand, der von Hartz IV lebt oder so, ist sowieso mit drin, und die anderen finanzieren das über Steuer. Also irgendwo muss das natürlich finanziert werden, aber nicht so, dass man hingeht und sagt, ich bezahle jetzt meinen Fahrschein. Also das Delta ist geringer, ja? Als das Delta von den 50% zu 100%. Richtig. Weil dann viele Kosten einfach wegfallen. Ja. Also ich glaube, das ist auch relativ klar bei uns allen. Es ist im Endeffekt nicht fahrscheinloser ÖPNV, sondern komplett umlagefinanzierter ÖPNV, den wir wollen. Welche Modelle dann wiederum da zum Einsatz kommen, was das für Auswirkungen hat, ob das nur Entkriminalisierung von Schwarzfahrern ist und so weiter und so fort, hängt damit zusammen. Aber ich glaube, vom Grunde her sind wir uns einig, was es bedeutet. Ein ganz wichtiger Aspekt. Ein ganz wichtiger Aspekt ist ja, dass man letztendlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Leute zu den Geschäften fährt, die ja Steuern zahlen, beziehungsweise zu den Arbeitsplätzen, zu den Firmen fährt, wo ja halt auch das Bruttosozialprodukt erstellt wird. Also von daher ist das ja eigentlich auch ein Zubringdienst und ein weiteres Argument, dass man das aus den finanziellen Mitteln, die man ja eben aus Geschäften und Firmen und so weiter zieht, finanzieren kann. Ja, zudem müssen wir halt darauf achten, dass wir die einzelnen Modelle und Kommunen zusammenbringen. Das heißt, nicht in jeder Stadt funktioniert jeder irgendwie geartete, umlagenfinanziertes Modell. Das hängt von der Topografie ab, das hängt von den Einwohnern an, wie viel sind das etc., wie viele Busse gibt es schon und so weiter und so fort. Das heißt, ein generelles Programm, wir in Hessen wollen das und das, das würde nicht funktionieren. Also das müssen wir auch nach draußen kommunizieren, dass es wirklich spezifisch für jede Kommune, für jede Stadt ein Modell geben kann, das funktioniert, aber jeder hat ein anderes. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es kein Bundesprogrammpunkt ist und soweit ich weiß, auch keiner in Hessen. Es ist also kein Piratenparteipunkt. Die Berliner haben es mal gefordert, aber das hat mit uns Hessen nichts zu tun. Innerparteiliches Thema. Okay, einmal bitte zum nächsten Punkt. Also wir in Wiesbaden hatten das in unseren 11 Themen. Danke. Fraktionszwang. Den es ja nicht gibt. Ja, mir geht schon bei dem Wort die Hutschnur hoch, weil das ist, ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was der Demokratie je passieren konnte, von gesichtslosen Parteimassen regiert zu werden und nicht von einzelnen Menschen. Und da sehe ich auch die Piratenpartei ganz, ganz, ganz weit vorne, das endlich mal irgendwann abzuschaffen, also zu verbieten oder was weiß ich was. Also Zwang sozusagen als Vorgabe, wie man abzustimmen hat, lehnen wir ja ab. Ich würde aber trotzdem noch die Unterscheidung zu Arbeitsteilung in Fraktionen machen, also weil nicht jeder Abgeordnete kann alle Themen bearbeiten und wird einfach aus Zeitgründen sich vielleicht auf ein anderes Fraktionsmitglied verlassen, was sozusagen das Themengebiet bearbeitet. Das hat mit Fraktionszwang nichts zu tun, ist aber oftmals so, jeder soll einzeln abstimmen oder alles selber machen, dass man das vielleicht noch unterscheidet dazu. Also ich verstehe darunter, dass eben alle Mandatsträger in einer Fraktion eine abgestimmte Abstimmung haben, also oder machen. Und das steht halt unserem Denk selbst entgegen. Und eben auch, dass jeder Mandatsträger auch seinem Gewissen verpflichtet ist. Und in meinen Augen hat das auch gar nichts mehr mit
ich benutze es jetzt mal, das Buzzword piratiger Politik zu tun, weil ich unterstelle, dass ein Mandatsträger, der von Piraten aufgestellt wurde oder egal von was für eine, sag mal, Partei oder Interessengemeinschaft, dass die Person normalerweise im Sinne dieser Interessengesellschaft oder Gemeinschaft dann auch Dinge entscheidet, einfach aus dem Grundverständnis heraus. Und in dem Moment, wo aber Leute halt unterschiedliche entweder Wissensstände haben oder eben auch unterschiedliche, naja, auch Interessen verfolgen, gibt es dann eben für mich jedenfalls so eine Art hierarchisches Prinzip. Der Fraktionsvorsitzende gibt vor und der Rest macht halt, wie hast du schön mit den Schafen gesagt, so wackelt hinterher. Kurz die Ansage, wir haben nur noch 5 Minuten, das heißt, bitte etwas kürzer fassen. Ich halte es ganz kurz. Ich bin in der Fraktion seit knapp einem Jahr hier in diesem Kreis Offenbach und wir haben natürlich versucht, immer möglichst in Konsens nach außen zu transportieren im Parlament, dass wenn ein Antrag von irgendeiner Partei kommt, dass wir gemeinsam ablehnen oder dass wir gemeinsam dem zustimmen, dass die Leute auch, dass wir berechenbar sind und nicht unberechenbar, auch in der Politik. Das muss man auch gucken, ob man innerhalb der Fraktion vielleicht auch Kompromisse eingeht, dass man zum Beispiel die Mitglieder mit einbezieht, dass man sagt, wie denkt ihr darüber, mit denen man bespricht. Es ist natürlich auch so, dass wenn es zum Beispiel nicht geht, dass der eine oder andere sagt, ich stimme dem nicht zu, dann ist es auch okay. Also es gibt keinen Zwang bei uns in der Fraktion. Ja, Fraktionszwang gibt es ja nicht, deswegen heißt er, wird er gerne Fraktionsdisziplin genannt, die auch schon mal aufgehoben werden kann, jedenfalls habe ich das so erlebt. Das Ganze führt aber zu so kuriosen Angelegenheiten, wie zum Beispiel in der Geschäftsordnung des Kreistages Marburg-Biedenkopf ist per Übereinstimmung vorgesehen, dass wenn einzelne Abgeordnete von Fraktionen temporär abwesend sind bei Abstimmungen, dass deren Stimmverhalten so gewertet wird wie die Fraktionen. Also die werden immer mitgezählt, auch wenn sie gerade mal auf dem Klo sind. Da ich keiner Fraktion angehöre, nur alleine da bin, ich habe noch nicht rausgekriegt, was die machen, wenn ich auf dem Klo bin bei einer Abstimmung. es treibt furchtbare Blüten. Sie also brauchen mir ja keinen mehr hinzugehen, ich stimme immer zu. Ich meine, ich kenne die Geschichte ja aus der Fraktion in Wiesbaden und die Linken, die haben sich damals schon ein bisschen schwer getan, als wir da angefangen haben mit von wegen, jeder ist seinem Willen unterworfen, mehr nicht und zwar keiner Partei oder sonst irgendetwas. Da steht ja auch schon im Grundgesetz. Das heißt, das ist im Prinzip gesetzeswidrig, was da passiert, wenn die SPD, wir stimmen es alle ab und so. In der Wiesbaden Stadtverordnetenversammlung laufen Dinge, das ist so ähnlich wie du es eben erzählt hast, das ist eine absolute Katastrophe. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich in einer Fraktion nicht vor einer Entscheidung die Köpfe heiß redet, aber schlussendlich an der Urne, sage ich mal, muss es jeder mit seinem Gewissen vereinbaren. Wenn er das nicht kann, dann soll er sein Kreuz machen, wohin er mehr mag. Ja, das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich ja nun auch Mandatsträger bin im Kreistag Wetterau und ich sehe das vor allen Dingen für die Mandatsträger sehr kritisch im Zusammenhang mit diesem Abgeordnetenkodex. Ja. Also ich meine, wir sind unserem Gewissen verantwortlich, wir müssen so entscheiden, wie wir das für richtig halten. Und das passt für mich mit diesem Abgeordnetenkodex überhaupt nicht überein. Weil wer bewertet hinterher, warum ich mich abstimmungsmäßig wie verhalten habe, das ist eine ganz schwierige Kiste für uns, wenn wir uns auf sowas einlassen. Dass dann hinterher quasi so ein Fraktionszwang rauskommt, weil wenn du dich anders entscheidest, dann stehst du vor deiner Partei hinterher ganz blöd da. Also das ist eine ganz, ganz heiße Kiste, dieser Fraktionszwang bei Piraten. Ich bin ja auch in keiner, ich bin hospitiere ja nur bei den Freien Wählern im Wetteraukreis und bei denen ist es tatsächlich auch so, die kennen Fraktionszwang nicht. Also da haben wir schon Abstimmungen gehabt, da habe ich dagegen gestimmt, 2 haben dafür und 2 haben sich enthalten. Das ist manchmal bei den Freien Wählern völlig normal. Das kann man machen und davon geht auch die Welt nicht unter. Allerdings sind wir halt Oppositionsparteien, keine Regierungspartei, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich appelliere grundsätzlich dafür, dass jeder nach seinem freien Gewissen entscheidet, sonst haben wir mit den Mandatsträgern keinen Spaß. Also. Frankfurt ist es
Vollkommen verzwickt. Wir sind nämlich in einem schönen System eingebunden, dass wir unsere Voten vorher abgeben. Das heißt, ausschussmäßig gibt die gesamte Fraktion ein Votum ab. Wir kriegen eine Liste mit allen Anträgen und da stimmt man dann ab. Intern machen wir es so, dass wir einen Server haben, auf dem ein schönes Programm schon läuft und wir eine schöne HTML-Oberfläche haben, auf der wir Radio-Buttons klicken und dann sehen wir, wo haben wir unterschiedliche Meinungen und wir bewerten jeder alles. Also jeder stimmt jeden Antrag ab, egal von wem er kommt und egal über welches Fachgebiet. In der Fraktionssitzung wird sich dann nur noch ausgetauscht, kommt man zum Konsens oder nicht. Sollte ich nicht zum Konsens kommen, habe ich die Möglichkeit, so haben wir das jetzt mit der Stadt geregelt, über die Gesamtvotenliste, die normalerweise nur die fraktionslosen Stadtverordneten nutzen, mein separates Votum abzugeben. Das heißt, da haben wir es dann wenigstens so weit geschafft, dass ich als einzelner Stadtverordneter in einer Fraktion auch andere Meinung haben kann. In der Plenarsitzung wird allerdings und auch im Ausschuss wird allerdings nur noch geguckt, wer ist dafür, wer ist dagegen, und in der Plenarsitzung wird nur noch gefragt, wer kann dem Votum seiner Mitglieder im Ausschuss zustimmen. Ja, das heißt, da wird das Votum komplett en bloc abgefragt. Ja. Und das, was wir in der Gesamtvotenliste einzeln noch abgeben, wird dann im Ergebnis vermerkt im Protokoll. Gut, dann fasse ich kurz zusammen. Fraktionszwang heißt im Endeffekt, dass man gegen sein Gewissen zum Beispiel gezwungen wird, eine Stimme abzugeben, wo man das gar nicht will. Bei uns Piraten ist das nicht gewollt, nicht gewünscht und wird nicht durchgeführt. Das heißt, jeder unterliegt nur seinem Gewissen von dem, was er abstimmt. Aufgrund unserer gemeinsamen Werte, wenn wir die mal irgendwann definiert haben, hoffen wir natürlich, dass unsere Fraktionen in Zukunft alle gleich natürlich abstimmen werden vielleicht. In diesem Sinne vielen Dank dafür. Wir haben ein paar Briefe geschafft. Was machen wir mit dem Rest? Der Rest bleibt jetzt erstmal offen. Vielleicht reiche ich morgen nochmal einen Slot ein, wenn es passt, einen kleinen, dann können wir weitermachen. Ansonsten dann beim nächsten Hessen Campus. Vielen Dank und tschüss. Ja.